gucke mal, ob ich ein paar Chat-Fragen, also Fragen aus Chat finde. Der Chat, ja, bestimmt. Kann durchaus sein, dass der Chef da auch sehr gerne mitspielt. Aber muss er ja. Also so spontan, wie die denn auch ihre Spiele machen oder ihre anderen Gruppenspiele fahren. Ja. Also ich glaube, da brauchst du einen Chef, der das mitträgt irgendwie. Ich habe Wie gerade die bitte? Chat, Cheffrage. Ich habe nur auf die Chefaussage von Lenny gesagt, dass der Chef wahrscheinlich da schon irgendwie mittragen wird oder ebenfalls eine ähnliche Begeisterung dafür an den Tag legen müsste, sollte, wird. Ja. Ja, gibt es Nee, noch, wir arbeiten nicht mit Menschen. gibt's noch interessante Sachen, wo ich jetzt gar nicht nachgefragt habe, die du noch erwähnen wollen würdest? Mir fällt gerade, also Gespräch mit Andi hatten wir ja gehabt. Er hat mir Ja, danach immer genau. eine schöne Liste geschickt ja, mit allen Teutern, die er trainiert hat. Da können wir mal irgendwann mal in Ruhe drüber sprechen, vielleicht im Privaten. Was aber tatsächlich auch sehr viele sind und auch sehr krasse Entwicklung hat, muss ich sagen. Aber ja, das machen wir mal da 4 Augen an, das wird nicht so spannend. Was war noch gewesen? Unser neuer, wie heißt der neue Chef-Scout oder Timon Pauls. Simon Pauls war einmal ganz kurz wohl da gewesen, war dann aber gleich wieder weg, der war irgendwie unterwegs, hat sich mit mehreren Leuten getroffen. Sehr Den gut. konnte ich also nicht kennenlernen. Der war nicht greifbar für mich gewesen. Achso, vielleicht noch eine lustige Anekdote, das kann man ja machen, ohne Namen zu nennen. Wir haben immer im Lobby eigentlich an der gleichen Stelle gesessen und hatten dort öfter ein Spiel gespielt, Besserwisser, also im Prinzip Frage-Antwort-Spiel. Und die Spieler sind auch sehr neugierig vorbeigekommen, haben auch mal so kurz mitgespielt, so 2, 3 Fragen. Ohne jetzt mal Namen zu sagen, so richtig intelligente Menschen habe ich nicht gesehen. Sage mal, also als ich als Telefonjoker fungiert habe, war ich auch nicht viel besser. Das sind ja auch Fragen. Ja, das sind aber doch sehr schwere Fragen bei Ihnen. Benny hat Wie krasse heißt Kopfhörer. der Entdecker? Nee, oder wie war die Frage am Telefon? Wer war der Entdecker, glaube ich, oder der Erfinder der Hundeglocke oder irgendwie so? Naja, wer hat das Prinzip entdeckt? Ich weiß es, also ich kriege die Frage nicht mehr zusammen, aber ich kann sie halt umformulieren, dass ich sie zusammenkriege. Es gab ja, das haben wir in der Schule gelernt, diesen Biologen oder Tierpsychologen oder wie immer der sich nannte, der dann entdeckt hat, dass wenn immer der hat immer einen Hund gehabt, den hat er dann die Glocke geläutet und hat ihm dann was zu fressen gegeben. Das hat er dann ein paar Mal gemacht und irgendwann hat er dann die Glocke geläutet, ohne was zu fressen zu geben und hat er angefangen zu sabbern. Wer war das, der das gemacht hat? Wer Der ihn war das? darauf konditioniert hat, quasi, ne? Genau. Ja, toll, Rob Ich bin mir Chang weiß sicher. es, Angeber. Ich denke, das ist. Ich wusste es auch, aber mir ist es nicht eingefallen. Nemo Dick. Pavlov, genau. Richtig. Wer aber sehr mit Wissen glänzen konnte und wirklich auch nicht Fachthemen hat, war Benny. Er hat tatsächlich, Benny da ich Weber? erstaunt, genau. Da ich erstaunt, Bei dem der Spiel ist oder nicht was? nur cool, der ist auch noch schlau. Bei dem Spiel, genau. Den hätte ich aber auch so eingeschätzt, dass der sowas alles weiß. Ja. Habt ihr noch Ja, und der hat Fragen wirklich gleich was. an Dennis? Let me know. Let him know, wie der Franzose sagt. Jetzt ist er gerade da, sonst ist er wieder bei der Strickloge und die macht ja die ganze Zeit nichts. Ja, da darf ich ja mich ja nicht mehr äußern, weil er der arme Flo schon wieder krank ist. Was ich Ja. sehr, sehr schade finde. Ich Ja, vermisse gute es ein bisschen. Besserung, Flo. Das ist jetzt aber langsam auch mal aufgebraucht, das Mitleid für Kranke bei Krankheit bei Er hat, Flo. das ist tatsächlich eine Lungenentzündung. Ja, bei ihm ist es wirklich jetzt krass. Also selbst wenn er vorher ein bisschen übertrieben zu haben scheint, oder auch nicht, weiß ich nicht, ist es jetzt ernst. Ja. Ja. Vielleicht muss er mal ein bisschen, was war früher immer? Du willst nicht mehr krank werden? Actimel. Das hat auch mal super geholfen. Ich war nie krank. Jetzt sind ein paar Fragen, zwei aufgekommen. Ja. Rückrunde besser, schlechter als oder gleich als die Hinrunde.
Ich erwarte tatsächlich eine bessere Rückrunde, weil ich sehe, dass die Spieler zurückkommen werden. Ich setze wirklich verdammt viel auf Maser. Ich habe da wirklich richtig Bock, den endlich Hertha-Trikot zu sehen. Wird natürlich noch ein paar Wochen. Alleine wenn der ist, auch Palko hat rückwirkend betrachtet, als er da war, hat mir deutlich bessere Spiele, was die Offensive angeht. Freue ich mich, dass der wieder da sein wird. Benzel kommt zurück. Klar, Dzyuciak wird zurückkommen, Rese wird zurückkommen. Aber zu Anfang wird es vielleicht doch wieder ein bisschen schwierig werden. Mal sehen, wie man da reinkommt. Aber ja, um die Frage zu beantworten, ich erwarte eine bessere Rückrunde. Oder glaube an eine bessere Rückrunde als die Hinrunde. Glaubst du, man wird Lum in der Rückrunde mal im Kader sehen? Du hast ja jetzt mit Paul viel gesprochen. Habe ich gemacht. Ich habe ihm auch die Frage genauso gestellt. Da meinte er, nee. Ich will den Jungen ja nicht verbrennen. Dann habe Ja, ich ihm noch aber. die Frage gestellt, was heißt das verbrennen? Warum setzt du Benze nicht ein? Was hat er gesagt? Ist noch nicht so weit? Weil mein Sohn ist. So wollte ich auch sagen, weil es mein Sohn ist. Also er hat mir erzählt, dass alle mal, weil er auch schon etliche PKs erzählt hat, dass alle gesagt haben, warum lässt du den nicht spielen? Im Training ist er so stark und er tut und macht und der hat ein lautes Auge, du brauchst, warum lässt du den nicht spielen? Und dann hat er, warum lässt du ihn denn nicht spielen? Also von Anfang an spielen. Weil er mein Sohn ist. Ja, aber was meint er denn damit? Also ich habe ja, er hat ja vorher schon bei Bobo gesagt, weil er ihn nicht verbrennen will. Ich gesagt, was heißt denn dieses Verbrennen? Wie weit schadet es denn jemandem, einen jungen Spieler, also einen jungen Spieler mit 16 schon Bundesliga oder zweite Bundesliga zu spielen? Wie schadet ihm das? Also erklär mir dieses Wort Verbrennen mal, das wollte ich von ihm wissen. Hat aber auch wieder nicht so richtig getan, hat dann später angefangen, aber ist dann wieder abgeschweift in eine andere Richtung. Die sollen sich auf die wichtigen Dinge konzentrieren. Es gibt eben nach dem Fußball, so waren halt so die Antworten gewesen. Aber ja, klar ist es wichtig, sind alle fertig zu machen. Klar ist es wichtig, auch einen Führerschein zu machen. Und alles gut, verstehe ich, kann ich nachvollziehen. Aber wenn er so talentiert ist und er sagt, dass die beiden die einzigen gerade sind, die diesen Blick haben, diesen Scan-Blick haben, wie er es genannt hat, lass sie doch spielen. Also gerade Benze, jetzt wo wir keinen haben. Das ist ja verletzt gerade, aber warum hat er der Rückrunde nicht erstmal am Anfang gespielt? Nur weil er ihn nicht verbrennen will. Ich verstehe es halt nicht, wer genau damit meint. Das ist auch immer so eine geile Frage, weil das muss man sich ja wirklich fragen, was Flakito gerade sagt. Wenn er Musiala gehabt hätte, hätte er dann gespielt bei Pal? Oder hätte man dann gesagt, man will ihn nicht verbrennen? Oder der Körper ist Ja, noch nicht gut genug. er hat ja auch das Beispiel hier, den Namen kriegt wieder zusammen von Schalke. Ouedraogo? Oh, genau, Entschuldigung, genau. Hat er auch gesagt, siehst du, er hat gespielt, hat ein paar gute Spiele gemacht, aber dann flacht er irgendwann ab. Weil? Also, warum? Also, was war jetzt die Begründung daran? Aber die hat er auch als Beispiel gebracht, dass der jetzt verbrannt ist, oder nicht verbrannt ist, aber seine Leistungen so stark geschwankt sind, dass er jetzt nicht mehr so richtig Führungsspieler ist. Fand ich aber gar nicht. Also, der war als 17-Jähriger bei einer völlig überforderten Truppe der Beste oder Einzige, der noch irgendwas gerissen hat da. Aber am Anfang mehr. Am Ende immer noch? Ja, am Ende nicht mehr Also so extrem, aber der zwischendurch. war dann auch verletzt. Also, ja. Ja. Es kommt bestimmt auch immer auf den Typen an. Aber wenn du so eine Megatalente hast, dann müssen die natürlich spielen. Ich meine, bei uns spielt er jetzt am Ende Pascal Clemens auch mit 18. Und der überzeugt. Für dich. Also ich finde Absolut. Pascal gut. Stark, ja. Ja, er setzt ja auch, ist ja, das ist ja deswegen die interessante Frage bei Pal. Pal ist ja jetzt kein Spieler, der sagt, ich setze nicht auf Jugendspieler. Im Gegenteil, ich habe ja schon immer das Gefühl, sagt er ja jetzt mittlerweile auch, wenn er einen jungen Spieler hat und einen älteren Spieler und die sind beide auf gleichem Niveau, dann spielt der Jüngere. Und das merkst du ja auch. Also da gab es ja wohl etliche Trainer in den vergangenen Jahren bei Hertha, die das Gegenteil gemacht haben. Aber trotzdem hat er dann bei manchen halt noch die Befürchtung. Aber das ist vielleicht auch die Erfahrung aus dem Geschäft, dass es den Spielern vielleicht teilweise in der Entwicklung nicht gut tut. Er hat das sogar begründet. Ich habe auch diese Frage, habe ich ihm ja gestellt gehabt, warum er denn lieber den Jungen spielen lässt. Also ich finde es ja gut, dass er es tut, aber ich wollte es halt von ihm erklärt haben. Und dann hat er erklärt, ja, das sind ja die Gewohnheiten. Wenn du einen Spieler hast, der immer den Links, der hat er mich mitgenommen, dann stelle ich mal jetzt hier hin und ich stelle mich hier hin, ich konnte mal vorne, wo ist du hin? Weg da hinten hier, weil ich ja wissen will, wo der Gegenspieler ist. Weil der, siehst du, die Chance habe ich, um nach vorne zu laufen. Das sind die falschen Angewohnheiten, die hast du drinnen irgendwann. Und dann ist es viel leichter, einen jungen Spieler zu erklären, so musst du das machen, als einen alten Spieler. Und hat er damit ein Beispiel erklärt, wenn du Fingernägel kaust, also abknapperst, da kannst du einem alten Menschen 100 Mal sagen und der rafft es nicht. Er sagt immer, ja, mache ich, ja, mache ich, ja, mache ich nicht mehr. Und nach dem dritten, vierten Mal machst du wieder. Du brauchst 50.000 Wiederholungen, so war seine Aussage.
Erinnerung an dich selbst, ich glaube jetzt nicht an die Fingerlänge, ich glaube jetzt nicht an die Fingerlänge. 50.000 Mal brauchst du halt, um das rauszukriegen. Und beim Jungspieler sind es nicht 50.000 Mal, sondern eben 300 Mal. Und dann kannst du dir halt viel mehr Form und viel mehr den Weg mitgeben, wie er Fußball spielen haben will. Deswegen ist es viel leichter, so einen Spieler zu formen. Dauert natürlich seine Zeit, aber du kannst ihn halt so formen, wie du es richtig hältst. Kannst du Das halt ist ja eben generell Liga so, machen. wie wenn man jetzt den Vergleich nehmen will, dass junge, ganz junge Kinder viel einfacher andere Sprachen lernen, zum Beispiel auch, ne? Genau, Das ist ja genau. viel, viel Sprachen. schwieriger, umso älter Genau. du wirst. Jetzt Oder einfach fragen. jetzt zum Beispiel einen Dialekt wegkriegen oder so, ne? Oder Redewendungen, das ist ja viel, viel schwieriger im Alter. Paul, das ist natürlich ein Hauptgrund, klar, die Körperlichkeit, das ist ja auch immer wieder ersichtlich. Wenn du dann im Erwachsenenfußball spielst und Clemens hat natürlich für einen 18-Jährigen auch schon eine echt gute Körperlichkeit. Das kann man natürlich dazu sagen. Clemens wirkt auch, wenn du mit ihm redest, wie ein erwachsener Mann. Da merkst du nicht, dass der so jung ist. Der ist irgendwie geistig schon weiter als die anderen jungen Leute. Ich hatte das Gefühl, ich rede mit einem Gleichaltrigen oder mit einem gestandenen Profi, so hatte man das Gefühl, ja. Völlig ruhig, solide, entspannt, ohne Grinsen, so, ja, ich bin schüchtern, sondern der wirkt einfach, ja, alles klar, und hat irgendwie ganz cool, so, der ist einfach cool, der Typ. Der ist einfach cool, der ist erwachsen, der ist hier reif, der ist geistig weiter als viele andere. Jetzt hat Flummi diese Frage schon so oft gestellt, es scheint ihn wirklich sehr zu interessieren. Wie viel hat eine Übernachtung in deinem Hotelzimmer gekostet? Ja, es war tatsächlich, wir haben es gebucht für 2.100 Euro, 2.110 oder sowas für 7 Nächte, 8 Tage. Also 300 €. Dann sitzt der pro Person, waren wir dann bei 1000, Gott, 1060 Euro gewesen. Und das dann durch 7. 150 ungefähr. Ja, so ungefähr. Das Krasse ist aber, ich habe dann noch jemanden nachgebucht gehabt, der dann später kam. Oder später kommen wollte, aber nicht gekommen ist. Und da war das Zimmer schon bei 1,6 gewesen. Also 500 Euro weniger, als ich es gebucht habe. Ein Tag. Echt? Fand ich Weniger? hoch, ja. 500 Euro weniger, genau. Also einen Tag vor Abflug waren es dann 1,6 gewesen. Okay, krass. 1600 irgendwas. 1637 oder so, aber ja. War Schade. es das wert vom Hotel her? Also jetzt unabhängig von dem geilen Erlebnis im Trainingslager, aber von dem Hotel her? Hotel war 5 Sterne plus gewesen und das war schon ein sehr gehobenes Niveau, fand ich. Also das Hotel an sich, die Zimmer fand ich jetzt gar nicht so geil, aber die habt ihr ja alle gesehen in den Vlogs von Hertha TV. Die Trainer hatten andere Zimmer gehabt, größere Zimmer, die Zimmer vom Dachsten Na, ich lache, weil jetzt so. bestimmt die Leute jetzt schon wieder ausrechnen, was Hertha dafür bezahlt hat. Auch da läuft es ja, wie vorhin gesagt, die fahren ja vorher ins Trainingslager, ein halbes Jahr vorher und sagen, pass auf, wir könnten euch uns vorstellen, hier mit euch hier zu machen. Dann sagen sie so nix, ich bin jetzt mal einfach ins Blaue rennen, die wollen 50.000 Euro dafür haben, für diese eine Woche mit Training, mit Essen und all drum und dran. Dann sagen die, okay, wir machen 20.000 Euro als Beispiel und Ja. dafür kriegen wir hier 300 Werbung, dann legen wir noch ein paar Flyer aus und dann kommt er uns alle mal besuchen, dann laden wir euch alle in Loge ein, kriegt er hier für 20 Leute eine Loge und dann einigen wir uns auf die Summe. So läuft das, macht er einen Sportfall vorab. Also anders. Erst kommt das Teammanagement-Team, also Max und Sami, gucken sich, suchen sich was aus und dann werden halt zwei, drei Hotels in Erwägung gezogen und dann fährt halt Sport 5 im Prinzip hin und führt die Verhandlungen, ob er da was mit preislich machen kann und dann einigt man sich in der Regel da so, dass es wahrscheinlich gar nicht so teuer ist unterm Es Strich. gibt ja auch viel Werbung dann für so ein Resort, alleine durch diese ganzen Vlogs, die da von Hertha TV Genau. entstanden sind, ne? Genau. Alleine schon Leute, die dann auch vielleicht nur deswegen hinkommen. Gibt auch Genau. Chefleute, die dann zu welchen Ganz Meetings da herzlich kommen, dein Berater, was auch Michael immer, G. Ausrüster sind ja manchmal damit vor Ort. Da kommt ja noch so auch Presse logischerweise und so weiter. Ja, also die verkaufen dann noch so ihr Zimmer noch. Die haben ja auch Vorteile davon. Also was kann sich die Frage machen? Die Frage war. Ja, wie teuer Okay. das Zimmer war. Ja, okay, dann haben wir die beantwortet, ja. Denix, danke für dein Prime-Abo. 5 Monate am Start. Vielen, vielen Dank für den Support. Und wir haben einen Raid bekommen von Dirty Rat Show. Dreckige Rattensendung? Was? Aber vielen Dank für den Raid. Du fragst dann was zu den Lautern-Tickets, da kann ich jetzt nicht so viel sagen, weil ich darüber nicht gesprochen habe.
Ich habe hier noch eine Frage, die auch schon ein paar Mal gestellt wurde und sogar markiert ist. Noch eine Frage an Dennis. Welcher Hertha-Jugendspieler hatte deiner Meinung nach das größte Potenzial, konnte es aber in seiner Karriere nicht ausschöpfen? Zeitrahmen, seitdem du Hertha-Fan bist. Und konnte es nicht ausschöpfen, aus der eigenen Jugend. Das ist keine Frage, die ich mal so schnell Da muss rausschnipse, muss man ich echt sagen. erstmal ein bisschen jedes Jahr eigentlich durchgehen, wa? Konnte es nicht ausschöpfen. Mir fallen jetzt viele gute Jugendspiele ein, die dann aber auch Profis geworden sind, aber die dann nicht ausschöpfen. Oh Gott, die Frage muss ich echt, müsste ich drüber nachdenken. Es nicht ausschöpfen konnten. Also das fällt mir auch noch schwieriger zu beantworten als die Frage, wer wäre für mich jetzt so der krasseste Jugendspieler? Wenn man die Geschichten hört, dann war es eigentlich immer Kevin Prinz Boateng gewesen. Egal, mit wem du redest, die haben immer gesagt, das war der absolute Überplayer im Jugendbereich gewesen. Der hat ja alles komplett rasiert. Der war ja in jeder Disziplin war er der Beste und Stärkste und Geilste überhaupt gewesen. Also wahrscheinlich würde ich sagen, das ist der beste Aber Jugendspieler, der den hat ja sein Hertha. Potenzial dahingehend auch nicht komplett dann abgerufen oder eben doch, Ja. weil er ja auch sogar bei Barca, Tottenham und so weiter gespielt hat, ne? Dortmund, Vielleicht wäre mit mehr Disziplin mehr Milan. möglich gewesen, durchaus möglich, Ja. 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 Aber also tatsächlich bin ich auch erst in dieser Jugendschiene, also dass ich mich auch viele Jugendspiele angucke, das ist bei mir noch nicht so lange. Das ist jetzt 3, 4, 5 Jahre, würde ich schätzen, dass ich mich auch wirklich zu den Jugendspielen erfahre, wie ich die angucke. Und sonst habe ich halt früher, wie jeder normale Fan auch halt, dann mal so ein und deutsche Meisterschaftsfinale angeguckt oder ein Pokalfinale, wo sie halt mal übertragen haben. Aber man Also kann ja, eigentlich auch sagen, so von der Karriere her, wenn ich jetzt so an meine Hertha-Zeit denke, wer die krasseste Karriere gemacht hat, dann eigentlich Jerome Boateng. ich hätte es noch Salihovic gesagt, aber Naja, aber der war ja nicht ja, nee, du hast recht. international. Jerome, ja, also aus Jerome. War, ist der Meister geworden. Und der war immer der kleine, unscheinbare Bruder von Kevin gewesen. Na, klein nicht, aber ich weiß, Ja, was du meinst. Ich ja, weiß, aber ich muss sagen, der ja. war ja auch schon sehr körperlich. Der hat mit 17, glaube ich, seine ersten Spiele für uns gemacht. Ich glaube, damals war er noch Rechtsverteidiger und hat da einfach Leute wie Ribéry einfach weggetackelt. Kann ich mich noch genau daran erinnern im Stadion. Habe ich richtig abgefeiert damals. Und dann ist er ja leider sehr früh für wenig Geld nach Hamburg gegangen. Ich glaube, irgendwas über 1 Million war das damals. Ja, das war sehr schade. Würde schon sagen, Arne Meyer dachte, der wird Nationalspieler. Ich fand Arne Meyer war mir teilweise, der hat ja auch echt, der wurde damals mit Havertz und so verglichen, ne? In den Zeiten. Mit Kai Havertz. Ja, aber ja, allemal ja. Entschuldigung, ich habe gerade nicht wirklich zugehört, weil ich den Chat gelesen habe. Tut mir leid. Nee, ich hab gesagt, Ja. Arne Meyer. Genau, ja. Hat einer noch gesagt, weil er dachte, der wird Nationalspieler. Der hat damals wurde der sehr so vom Potenzial her mit Kai Havertz verglichen. Aber ich muss sagen, das lag vielleicht auch an seinen Verletzungen, aber mich hatte er nie vollends überzeugt. Der hat ja auch sehr früh gespielt, auch unter Pal viel. Aber ich dachte immer so, naja, was kann er jetzt so richtig gut? Also in welcher Fähigkeit ist er jetzt wirklich richtig gut? Also ich meine, das ist, dass er sogar die Fritz-Walter-Medaille in Gold gekriegt hat. Das Einzige, der man den Echt, nicht ja? verändern kann. Ich meine ja. Und ich hatte ihn damals noch bei diesem Heimturnier gesehen, in Sindelfingen, was ja so das größte Heimturnier für die Jugendmannschaften ist. Und da ist er ja auch bester Spieler geworden. Da fand ich ihn auch überragend. Ja, die Abschlüsse, die Drehungen, das sah schon alles sehr, sehr geil aus, was der gemacht hat. Aber da sieht man wieder, der Sprung zu Männern ist dann doch was anderes. Also er hat sich ja zumindest als Stammspieler gehabt. Und wird auch wahrscheinlich ein Bundesligaspieler sein, aber ich prognostiziere mal, dass er jetzt nicht der Nationalspieler werden wird oder der Superstar werden wird, den damals viele in ihm gesehen haben. Bei Salihovic muss ich auch sagen, das war, damals habe ich mich noch nicht so krass mit Jugendspielern beschäftigt, aber ich habe schon immer so geschaut in den zweiten Mannschaften. Und der hat ja damals, ich kann ja jetzt nochmal nachgucken, aber der hat in der zweiten Mannschaft von Hertha so krasse Standards da schon geschossen. Und ich dachte mir damals immer, ey, warum schafft er es nicht bei uns in die erste Mannschaft? Da sollen aber auch wirklich, das waren ja die Zeiten, wo unsere Jugendspieler auch echt Exzesse hatten, sagen wir es mal vorsichtig. Also da war er wohl auch ganz vorne mit dabei immer.
Aber was der dann am Ende für eine Karriere noch hingelegt hat bei Hoffenheim und auch bei der bosnischen Nationalmannschaft, das war nicht das, also da war ja Hoffenheim auch richtig stark teilweise. Der ist, ich weiß gar nicht, ist, der ist irgendwie von denen mit der Regionalliga bis in die Bundesliga, glaube ich, durchgegangen. Aber der war schon echt krass. Also diese Standards selten mit so einem krassen Schnitt gesehen, egal ob das Freistöße, Ecken oder was auch immer waren. Elfmeter. Ja, also den hätte ich gerne im Hertha-Trikot sehen. Der hat, glaube ich, nie für die Männer gespielt bei uns, Nee, meine ich. immer nur für die zweite, glaube ich. Ja, da siehst du ja. Der war ja bei Hoffenheim, hat er richtig ein paar starke Jahre gehabt. Ja, Oh, hätte der, ich doch, auch der kommt gerne auf im Hertha 5 Trikot gesehen. Einsätze für die erste Mannschaft bei Hertha. Hätte ich Hab nicht ich gedacht. auch Aber nicht kann mehr so jetzt. auf dem Schirm, aber ich hatte den immer, das waren ja noch die Marcelinho-Zeiten eigentlich, ne? Der hatte für die Hertha 2 88 Spiele, 35 Tore auch gemacht. Ja. Okay, welches Jahr hat er für die Männer gespielt? Also für die erste Männermannschaft? Zwischen 2004 und 2006 kam er auf 5 Einsätze. Hätte ich jetzt gedacht, dass er nicht so ist. Aber gut. Mohamed Ja. Kibrit, auch mega Enttäuschung, Oh, finde bin ich. ich. Ja, stimmt. Da hat er recht, das ist ein guter Punkt. Ja, das, der, ich weiß gar nicht, wo ist denn der jetzt mittlerweile gelandet? Ist er nicht in die Türkei wechselt? Der war zwischenzeitlich, glaube ich, bei irgendeinem Zweitligisten, dann Drittligisten, aber jetzt weiß ich auch nicht mehr, wo er ist. Ich google mal parallel. Aber von Kibbelheim und der Verteidiger richtig stark war in der Jugend. Oh Gott. Manifka. Zweite Mittelstürmer. türkische Liga schreiben hier ein paar. So, jetzt sieht Türkei Mittelstürmer. Von Hertha zu Uerdingen, dann zu Lautern und dann zu Ja, Lautern hatte ich noch Manisa. im Kopf, genau. Zu Manisa FK. Hat da 10 Spiele gemacht in der ersten Liga und im Kupasi ist wahrscheinlich der Pokal, vermute ich mal. In 10 Ligaspielen 83 Minuten gespielt. Also nichts, auch kein Tor, keine Beteiligung. Und im Pokal hat er 2 Spiele auch wirklich gespielt und da hat 3 Tore und 2 Vorlagen gemacht. Na, immerhin. Also, naja. Ja, Sinan Ein Kurt Jahr. ist ja jetzt, glaube ich, in der vierten türkischen Liga gelandet. Aber warte mal, hier steht erste Liga. Erste türkische Liga. Nee, erste Tür ja, aber das ist erste Liga, ist die zweite. Das ist ja nicht die Super Ach League. so. Ah, okay, gut. Okay. Oder? Ja, wenn ich mir Ist die Gegner angucke, sieht das zweite Liga aus, ja. nicht Super League wahrscheinlich, ne? Da steht einfach nur erste Liga, ja. Okay, Oh, naja. das ist eine interessante Frage. Vielleicht hast du ja ein paar Insights, wenn du damals schon, vielleicht konnt, ich weiß gar nicht, weil seit wann hast du denn eigentlich deine, seit wann, das hatte Flomi, glaube ich, auch mal gefragt, seit wann bist du denn in der Loge ansässig? Ich bin jetzt im 15. Jahr. Also 2009? Nach der Meistersaison, Fastmeistersaison oder in der Fastmeistersaison? Ich hatte vorher, also ich wurde, das ging durch, ich hatte immer meine, also ich war Ostkurve, Kindheit, Jugend, Ausbildung war ich Ostkurve gewesen und bin dann irgendwann so mit Anfang 20 rübergegangen auf die Gegentribüne, weil ich einfach mehr vom Spiel sehen wollte, also mehr das Spiel, taktische Verhältnisse sehen wollte. Und da wurde ich halt 2, 3 Mal eingeladen in den VIP-Bereich, ins Atrium. Hatte da irgendwie okay, aber auch nicht so richtig geil. Und irgendwann gab es mal so ein Sonderangebot, dass man sich so eine Loge mieten konnte für ein Spiel, für einen halben Preis. Und ich weiß nicht, das ist schon also ewig her. Und da habe ich die dann mal mir erworben gehabt. Dann ging es los. Dann kam dann die Vertragsbetreuer, Sven Meyer damals noch gewesen, der ja auch bei uns gespielt hat und jetzt bei der Mercedes-Benz-Arena, die jetzt nicht mehr Mercedes-Benz-Arena heißt, sondern. O2, nee, an, doch, die heißt Ja, jetzt Mercedes-Benz Arena. genau. Da arbeitet der jetzt. Ja, da habe ich angesprochen, ob ich mir vorstellen könnte, da 2 Karten zu nehmen. Und seitdem bin ich dann da. Ich hatte ein halbes Jahr noch diese Zehnerloge gehabt. Das war auch in der zweiten Liga gewesen. Und bin dann mit Aufstieg in diese Loge gewechselt. In die Hast du zweite dann Liga. damals schon was mitbekommen, so, weil die Frage, die zielte darauf ab, warum damals gegen KSC, wo wir dann 4-0 verloren haben, gegen die schon abgestiegenen Karlsruher auswärts, wo wir dann nicht in die Champions League gekommen sind, wo ja dann der, das ganze, der ganze Scheiß eigentlich angefangen hat.
warum haben da Pantelic und Voronin nicht gespielt? Ich habe schon etliche, also ich kann nur sagen, ich habe etliche Geschichten, die ich aber überhaupt nicht verifizieren kann, dazu gehört. Also ich, nein, ich war damals noch nicht so da dran gewesen. Das hat sich auch erst seit, also mit Preetz und Ingo Schiller fing es irgendwann mal an, die ich dann da persönlich kennenlernen durfte und die mich dann immer noch eingeladen haben, drüber zu kommen. Also ich hatte dann, Freundschaftlichkeit jetzt nicht, aber es wurde ein Bekanntheitsgrad zu denen gehabt, dass ich sagen würde, also die hätten mich auch angesprochen, wenn ich da vorbei wäre, dann hätte ich einen Tag gesagt, dieses Level erreicht gehabt. Und das war dann eben, ich glaube, 2010 rum, also auf jeden Fall danach, 2011. Ja, wie auch immer, jeweils danach. Also ich weiß es nicht. Hatte aber mit Preetz mal das Gespräch gehabt über Lucien Favre, der sagte, dass er ein ausgewiefter Fußballfreak ist, der wirklich richtig stark ist, dass er aber so eine Art hat, mit Menschen umzugehen, die sehr schnell auf Probleme stößt. Und der hat ja mit Pantelic sehr, sehr große Probleme gehabt. Ist ja kein Geheimnis, was an seiner Trainingsqualität lag oder an den ständigen zu spät kommen, auch manchmal auch gar nicht kommen war. Und diese Diskussion hatte ich ja schon oft auch mit anderen Fans mal gehabt. Wenn ich ein Trainer bin, der vom ersten Tag an predigt, Ordnung, Disziplin, ist das oberste Gut bei mir. Und dann hast du dann Pantelic, der ein überragender Fußballer ist, jeder liebt den. Und dann kommt er halt nicht zum Training. Och, naja, komme ich halt morgen wieder. Ist aber vorne da und macht wieder seine 2 Tore. Ja, dann denkst du an, schätzt, trotz weil er geil performt, oder stellst du dich auf, um der Mannschaft zu zeigen, also, bei mir ist Ordnung und Disziplin das Wichtigste. Also diese Geschichten kenne ich zu Genüge, dass da Favre immer wieder hin und her gerissen war und auch teilweise den Anweisungen umbekommen hat, dass er doch Effekt aufzustellen hat, weil alle ihn haben wollen, alle ihn sehen wollen. Aber er hat einfach gemacht, was er wollte. Also Pantelic. Könnt ihr mir vorstellen, dass das ein Grund ist. Also Zivilisch habe ich eigentlich nichts in diese Richtung gehört. Kann ich nicht. Voronin. Achso, Voronin war das. Okay, ja, weiß ich, kann ich nicht sagen. Ich kenne bloß diese ganzen Pantelic-Geschichten und Pantelic. Aber hier steht Pantelic war gegen KSC in der Startelf. Ich gucke mir jetzt die Startelf nochmal an. Hertha, da war noch aber, oder irgendwer war doch nicht in der Startelf noch von den krassen Spielern. Was zahlt man eigentlich für so eine Loge? Was arbeitet Dennis? Ja. Will er nicht beantworten. Eiskalt Übergang. So eine Loge ist, ich bin die gar nicht so teuer. Also ich habe ja jetzt nicht eine Loge, diese 10er-Loge oder diese 20er-Loge, die es hier im Stadion gibt, sondern ich bin in dieser Hertha-Loge. Darf man das sagen? Sollte man das sagen? Darf man das nicht sagen? Ich habe keine Ahnung. Nee, ob das jetzt irgendwie unangenehm ist. Das ist halt ein VIP-Bereich, der direkt neben der Ostkurve ist, weil ich die Verbundenheit halt dahin habe, weil ich immer ein Kind der Ostkurve war und ich auch diese Stimmung brauche. Und wir sind halt nicht dieser klassische VIP-Bereich, wo dann alle da mit Stock im Arsch sitzen und sich freuen, wenn oder aufstehen. Wir stehen komplett während des Spiels. Wir haben einen Balkon direkt davor. Dort, wir sitzen also nie. Und die Stimmung ist halt da, die ich haben möchte. Und deswegen ist es für mich der perfekte Ort, um das Spiel genießen zu können und trotzdem die Stimmung zu haben, so wie ich es von Kindheitstagen an kenne. Ist natürlich ein bisschen Verhandlungsbasis und auch. Achso, ob du das so sagen kannst mit den Preisen. Ja, das weiß ich nicht nur, aber okay. Ich sag mal, du bewegst dich so in den Dreh zwischen 2.500 und 3.000 Euro pro Person pro Saison. Ja, Kinder die Hälfte oder ein bisschen mehr als die Hälfte. Aber du hast halt noch viel. Schon viel Geld. Ja, auf jeden Fall, ja, keine Frage. Was habe ich nicht? Achso, ja, hab schon, okay. Noch ganz kurz, nur um das nochmal hinzuzufügen. Also Pantelic hatte gespielt, Voronin ja. Saß auf der Bank. Da habe ich es vielleicht auch falsch vorgelesen, genau. Dardai, Kaccha, Eber, Cicero für links und rechts. Ey, dass der in dieser Fastmeistersaison bei uns gespielt hat, war auch ein absolutes Phänomen. Der konnte ja nichts eigentlich am Ball. Marc Stein. Also Marc Stein, ja, von Rostock. Boah, Alter, diese Flanken von Marc Stein, die haben mich wahnsinnig gemacht. Den haben wir nur verpflichtet, weil er damals bei Hansa Rostock ein Fallrückzieher-Tor geschossen hat, wie auch immer er das gemacht hat. Simonic, Steve von Bergen und Piszczek. Und dann in der Halbzeit hat er direkt Voronin für Cicero gebracht und dann 68. Lucio für Rafael. Boah, dieser Lucio war richtig geil eigentlich. Wenn er nicht so schwer verletzt gewesen wäre. Was arbeite ich?
Aber ganz Deswegen kurz noch mal, weil die alle schreiben, Simonic war nicht dabei. Simonic war mit dabei. Dann verstehe ich die Frage nicht. Friedrich war nicht dabei. Dafür aber Steve von Bergen. Ja, was für ein Upgrade. Okay, ich bin gleich wieder da. Ich hole mir noch mal kurz was und du kannst ja schon mal darauf antworten. Achso, ja, okay, also was arbeite ich? Das ist bei mir tatsächlich nicht so einfach zu erklären. Ich habe es keine Mal angestellt. Ich hatte sehr, sehr lange eine Firma gehabt, die ich dann verkauft habe. 2014 ungefähr. Dadurch hatte ich aber auch diese Loge gehabt. Habe dann die Firma, die ich verkauft habe, für die arbeite ich jetzt immer noch. Ich muss überlegen, was ich sage, wie ich sage. Und habe halt in diesem Verkaufspreis zwei meiner fünf Karten in der Loge, die ich dort lebenslang bezahlt, zumindest so lange ich halt in der Firma bin. Und verdiene halt ein bisschen Geld ab und zu mit Poker dazu. Also, ihr habt es ja bestimmt erblickt, ich habe ja da letztes Jahr eine deutsche Meisterschaft gewonnen, ich habe dann auch ein paar europäische Turniere gespielt. Da kommt so ein bisschen was zusammen. Pokern war gerade. Also, ich habe Pokern, wie du dazu gekommen bist, oder? Nee, was ich arbeite. Ich habe erzählt, dass ich die Firma verkauft habe, jetzt in der Firma arbeite und ab und zu ein bisschen was bei Pokern nebenbei verdienen darf. Ja, ein bisschen was, sowas würde ich auch gerne mal gewinnen. Ja. Ja. Ey, Lucio, KK, wir hatten schon Leute, ja, das waren halt nicht die echten, aber Lucio, ich glaube, der hat nur 8 Spiele oder so für uns gemacht, der war richtig, richtig gut und dann hat er diese ganz, ganz schwere Verletzung und ist ja auch nie wieder in Tritt gekommen. Aber KK war auch ein ganz wilder Typ. Kennst du noch KK aus der Innenverteidigung? Oh, Nummer 2, glaube ich, hat er gehabt. Weiß ich gar nicht mehr, aber der war echt, Alter, Katastrophe, hat mich nur noch Pacinovic mehr verwirrt. Den hätte ich zum Beispiel verdrängt, ja. Wir hatten ja mal im Sommer dieses Gespräch darüber gehabt. Die schlechteste Elf, die bei Hertha war. Da hast du den, glaube ich, erzählt und ich hatte den überhaupt nicht mehr auf dem Schirm gehabt, dass der überhaupt nie was bei uns war. Aber ja, die Typen sind Spieler, die dann schnell aus dem Gedächtnis wieder rausfliegen und manche, die für immer drin bleiben. Ja, aber. Cicero zum Beispiel, der ist ja dann leider zu Wolfsburg gegangen, den mochte ich auch mal sehr als Spieler. Den fand ich auch sehr, sehr cool. Mein Spieler damals zu meiner, der zu der Zeit war Gojko Kacza gewesen. Das war mein. Ja, den mochte ich auch. Aber der hat ja auch seinen eigenen Fangesang nicht umsonst gehabt. Der hat einfach so eine Wucht gehabt, der hat ja auch so viele Tore erzielt. Durch Willen einfach, ne? Gojko ist also dieser typische Model-Athlet, breite Schultern. Bisschen braun gebrannt und dann mit den schwarzen Haaren. Also wenn ich eine Frau wäre, wäre also, das mein Traum. Ich wollte gerade sagen, geht es hier um Fußball oder wie er aussah? Und dann diese Bewegung, also diese Dynamik, diese Athletik um Platz, ich fand den einfach so überragend. Ja, der hatte so eine Energie mitgebracht das, und ja, diese genau. Tore mit so einem ganz Willen erzielt, auch diese Kopfballtore immer. Ich erinnere mich auch noch an ein so ein Tor, das war auch so voller Willen erzielt im Borussia-Park bei Mönchengladbach. Das war auch so ein geiles Tor von ihm. Ich muss mich mal kurz zwischendurch bedanken. Franzai, danke für dein Prime-Abo. 10 Monate am Start. Wo bleiben die Verpflichtungen auf RA und ZOM? Tja, kommt wohl erstmal nichts. Nee. Olixesh, danke für dein Prime-Abo. Geiler als Netflix, Prime oder Disney, das hier ist wahre Unterhaltung. Siehst du? Und ist sogar noch günstiger. Ja, vielen Dank. Vielen Dank. Und Toastmaker, ist ja sowieso der geilste Name überhaupt, danke für dein Prime-Abo, 18 Monate schon am Start. Solomon Okoronkwo hatte auch einen Song, richtig, der war auch geil. Wie waren nochmal diese, ich vergesse immer dieses geile Lied von Valerie Domovtschiski. Wie war die Melodie? Domovtschiski, stürm nochmal vor, schieß noch ein Tor, Valerie, du supergeiler Typ. Ja, ich höre dich nicht mehr. Hast du das Mikro abgesteckt? Nee, du hast auf lautlos gestellt hier bei. Du musst nur aufs hier. Mikrofon. Ah, ja. Da bin ich wieder. Ach so, du dachtest wahrscheinlich, wenn du das Mikrofon ausmachst, dann hörst du mich nicht mehr singen. Ich habe so schon wieder gesungen und dachte, die Kinder hören, dann habe ich sie ausgemacht. Ja. Ja, war eine geile Zeit damals und vielleicht werden wir die irgendwann eines Tages wieder erleben. Und wenn nicht, dann nicht, aber ich denke gerne an die Marcelino und Patelisch Zeiten zurück. War Hammer, war schön. Das war sehr schön. Vielleicht gibt es ja bald ein Fanlied für
Tabakovic. Gibt's ja schon, auch wenn es nicht von uns ist, aber gibt's ja schon. Harris on Fire. Ja, gut, Ist nicht okay. von uns, Ja, ja, ich sage nicht, dass es von uns ist, aber stimmt, okay, ja. das gibt's ja. Dann für Ibo. Also ich glaube, wenn der bei uns bleibt und mal verletzungsfrei bleibt, wird er unser neuer Zehner theoretisch für 10 Jahre werden. Aber wenn er so stark wird, wird er natürlich eines Tages wechseln, aber Natürlich, dann kann er jetzt kann gerne er in ja die nicht. Premier League wechseln für 70 Millionen, gar kein Problem. Super. Dann haben wir ein Jahr Budget raus. Hervorragend. Dann haben wir eins von diesen solchen Jahren plus minus null. Von dem halte ich echt viel. Und an dem glaube ich wirklich, dass das ein richtig, richtig, richtig geiler Spieler wird Hat und Paul ist. über ihn geredet im Trainingslager? Weil der ist ja auch ein großer Fan, der erwähnt ihn ja so oft. Ja, aber haben wir nicht drüber gesprochen. Ich habe mich aber nicht danach gefragt. Also war kein Thema. Das Problem ist, ich hatte noch tausende von Fragen gehabt, aber die 2 Stunden gingen halt sehr schnell um. Leider mit zu viel Taktiktraining und mit zu wenig Spielerfragen. Aber ich fand es auch krass, wie er jeden Spieler aus der ersten Elf erklärt hat. Ja, ein Tabakovic ist zu langsam, ein Trebnjak ist zu langsam, also kannst du dir nicht in den Lauf schicken, also musst du über die Außen. Der hat wirklich auch teilweise super erklärt immer. Dann hast du Also die Stärken und Schwächen, wie genau man die von dann jedem. einsetzen muss, ne? Genau, also er hat wirklich jeden Spieler genauer gesagt, bei dem musst du so machen, bei dem musst du so machen. Und da kannst du den nicht dazu stellen, weil der muss ja dann so. Also der hat das wirklich schon gut erklärt. Bis er halt zu den taktischen Anweisungen kommen ist, da wurde dann irgendwann zu viel. Aber das hat er schon, ja. Tom Berlin, danke für 100 Bits, vielen Dank. Boah, Chermiti, das war auch ein Spieler, habe ich mir sehr viel von erhofft. Den hat doch damals Favre aus der Schweiz geholt. Ach, Balu. Favre aus der Schweiz geholt. Armini Schamit. Amin Chermiti. Ja, dachte ich Ja, auch, könnte was werden. Genauso wie André Lima, für die damals ja sehr hohe Summe von 3,5 Millionen gekommen. Hat, glaube ich, ein oder zwei Tore dann am Ende nur gemacht. war das nicht der Weltmeister kam? Ja. Nee, das war Luisao. Stimmt, weil du sagst, ja, mit seinen, genau, ja, mit seinen. Wo man dachte, ich weiß noch Ja. genau diesen Wortlaut vom Kommentator, haben die da seinen Zwillingsbruder verpflichtet oder was ist hier los? Ja, Brasilianer schlagen oft nicht ein, ne? Aber wenn sie einen schlagen, dann richtig. Wenn sie einschlagen, richtig. Gilberto, auch eine absolute Legende. Raphael, Ronny. Also ja, Gab schon ein wahrscheinlich haben paar. wir mehr. Ich habe schon ein paar gute Erfahrungen mit Brasilianern, ja. Aber jetzt hat man ja einen Argentinier gehabt, der gut war, okay war. Wer? Santi, Ach, Ascacibas. Santi meinst du? Okay, ich dachte, das wäre ein Roche. Paraguayer hatten wir ja gehabt und Alderete. Alderete, genau. Und Aber unser Brasilianer, Cunha. Cunha war auch wieder stark, ja, auf Ich jeden habe Fall. neulich überlegt, ich habe doch mal so ein Video gemacht, wollte ich eigentlich fortführen. Muss natürlich auch noch Marcelinho rein und so, wo ich über Hertha-Legenden, ne, Simonic, so ein Video gemacht. Und ich habe neulich mal überlegt, für mich persönlich jetzt, ne, ob mir das reicht, Cunha, diese 1,5 Jahre und diese schwierige Zeit, ob ihn als Hertha-Legende zu bezeichnen, weil das ja eigentlich viel zu kurz ist, aber ich weiß nicht, der hat in einer Zeit, wo so wenig Spaß gemacht hat, mir so viel Freude bereitet. Reicht für einen geilen Spieler, reicht vielleicht für eine ewige Elf, aber für mich ist es dann keine Legende. Ja. Also ich will Es jetzt Cunha um Gottes Willen nichts absprechen, aber für mich wird er nicht die Legende sein, weil er eben nicht so lange da war und auch dafür auch nicht genug geprägt hat. Also hätte er jetzt theoretisch in diesen 1,5 Jahren jetzt 40 Tore geschossen und wäre jetzt für 80 Millionen gewechselt nach England, vielleicht. Er war gut, er war der Beste mit Abstand, ja, keine Frage, aber er war jetzt auch nicht der eine Zeit geprägt hat bei Hertha, finde ich. So wie ein Marcelinho, wie ein Pantelic, wie ein Voronin war auch ein Jahr außerdem, zum Beispiel. Da würde ich vielleicht schon eher dran Ja, rangehen wegen dieser wollen. krassen Saison einfach, ne? Dieses Spiel gegen Bayern mit seinen 2 Toren. Gegen Simonic, Leverkusen. Legendenstatus ist bei mir auch nicht abgebrochen, auch wenn er dann Alles zu Friedrich. Hoffenheim gegangen ist. Arne Friedrich, denke ich, Marco Rehmer, auch mit Michael Preetz. Kiray. Ja? Ich fand aber auch Drobny sehr krass, muss ich sagen. Der war ja auch nicht so ewig da, aber ich fand den so gut. Haben wir, glaube ich, damals von Bochum geholt und dann ist er, glaube ich, nach Hamburg gegangen, ne? Aber wenn du eine 11. des Jahrhunderts aufstellst, gehört dann Gabor Kiray. Ja, klar. Ich rede ja, das wäre dann, wenn Genau. dann Ersatzkeeper. Ach, gab schon echt. Das waren noch Zeiten. Vielleicht haben wir bald wieder so eine Zeiten. Vielleicht mit unserer eigenen Jugendmannschaft oder zumindest mit einem Teil der Jugend. Ja, Ja, okay, schon. dann eine andere Frage von Ole.
Ich glaube, das ist der Ole von Hertha TV. Ist Fabi schon eine Legende? Hallo Ole. Es war wunderschön, dich kennengelernt zu haben. Wir hatten einen tollen Abend gehabt. Ist ein netter Typ, ne? Aber mein Schweißband könnte er mir schon mal zurückgeben. Er meinte, er hat nicht. also Lukas hat ihn gebracht, soweit ich weiß, glaube ich. Er wollte oder hat er? Ich keine Ahnung. Ja, die haben mich, das mir vorhin gefragt, was mich positiv überrascht hat. Und ja, Hertha TV, die Menschen, also menschlich gesehen, geil. Schleimer. Ich gehe sofort abends ab. Nein, ich werde lieber Hertha TV arbeiten. Die sind alle super nett. Ja, auf jeden Fall. Ja, was war die Frage? Weiß ich auch nicht mehr. Legende. Danke. Irgendwas mit Legende. Baschstück im Schatten von Marcelinho, Baschstück habe ich auch geliebt. Dieser unter 1,70 Mann, wie er diese Ballführung hatte, ne, da lang gedribbelt ist, war leider, ich weiß gar nicht, war der bei uns auch dann ab und an verletzt? Vorher war er, glaube ich, bei Leverkusen ja öfter verletzt. Aber der hatte so eine geile Ballführung, wie der da immer durchs Mittelfeld gedribbelt ist. Echt, das waren schon krasse Zeiten. Ich kann mich auch noch erinnern, damals, Wosch ist ja vor meiner Zeit gewesen. Ich kann mich auch noch damals erinnern, wo ich das erste Mal mit meiner Mutter im Stadion war, die ja überhaupt keine Ahnung von Fußball hat, und sie da Marcelinho gesehen hat. Ich weiß gar nicht mehr, in welchem Spiel das war. Es war sogar gegen eine gute Mannschaft, ne? Und dann meinte sie so, hörst du mir zu? Ich höre dir zu. War der Mutter erst im Stadion. Ja, genau. Und dann meinte sie so, also der mit, ich weiß gar nicht, was er da für Schuhe hatte, goldene oder irgendwie so. Also der mit den goldenen Schuhen ist ja schon der beste Spieler hier auf dem ganzen Platz, ne? Das hat selbst sie erkannt. Ja. Es werden noch mehrere Namen hier drin geschmissen. Deißler. Ja. Baschstück hat man gerade. Zecke, auf jeden Fall. Zecke und auch Dardai natürlich. Die legendärste Aktion von Zecke fand ich damals einfach, wie er sein eigenes Trikot zerrissen hat. Vor Wut. Ich, mit Zecke könnte ich mich hinsetzen und abends würde ich 10 Stunden quatschen und ich würde ohne ein Wort zu sagen, würde ich mich 10 Stunden top unterhalten fühlen. Der Typ ist so cool drauf. Wahnsinn. Tom, wer steckt in Hertinho? Verstehe die Frage nicht. Das ist ein Bär. Richtig. Der ist drin. Vielleicht auch nicht. Hertinho mal, aber. Also, andersrum, wenn dann. Aber das ist jetzt schon. Na gut, es ist nach 0 Uhr, da darf man so eine Witze machen. Aber Hertinho, also, das halte ich jetzt hier für eine Verschwörungstheorie, was du hier aufbringst. Tom steckt in Hertinho. Ich bin's, Leute. Ich habe ganz viel Insights, weil ich am Feldrand stehe und zuhöre, was die so sagen. Genau. Immer diese nervigen Kinder. Ich mag tatsächlich. Was? Alles gut. Ich mag Kinder, habe ich gesagt. Ach so, ja klar. Ich mag Hertinho, mag ich auch. Ich mag Kinder. Ich mag Hertinho auch. Nee, weil ich dachte, weil es wieder unterbrochen war, ich dachte, du sagst, ich mag Hertinho. Ja. Und dann wollte ich es nochmal sagen. Oh, ja. Hast du Nadas Trick? Ich gucke ja sonst nicht so viel Nada, aber ich wollte ja wissen, wie seine Woche im Trainingslager war. Hast du das Video gesehen? Ach, hat der ein Video gemacht? Nee, habe ich nicht gesehen. Gute Empfehlung, werden wir uns die Woche dann auf jeden Fall noch reinziehen. Ich wollte ja heute eigentlich 4 Reaction-Videos machen, das werde ich jetzt natürlich nicht mehr schaffen, aber das hat mir sehr viel Spaß, oder macht mir sehr viel Spaß mit dir. Das können wir im Laufe der Woche nachholen. Noch spielt der Hertha nicht. Das heißt, wir haben noch genug Streamzeit, Dienstag, Mittwoch und so weiter, um das alles nachzuholen. Und da werde ich das mir auf jeden Fall gleich jetzt mal aufschreiben für meinen Streaming-Plan. Danke für die Empfehlung. Meine aber bitte nicht spoilern. Nee, deswegen habe ich nicht weitergeredet. An der Stelle, wo du willst es ja gucken. Hammer Graphics müssen wir auch noch alles gucken. Oh, bis wann Sonntag kommt? Muss ich mal nachgucken. Ich glaube, bis zu dem Video, das haben wir noch nicht gesehen, von Andy, wo Andy Menger dabei ist. Also wir haben Pals noch nicht gesehen. Das mit Pals haben wir noch nicht. Und also ich würde sagen, wir haben 3 Videos gesehen. Von 7 wahrscheinlich, ne? Von 7, genau. Ja. Wobei der 7 jetzt nicht ganz so spannend war. Aber 6 sind schon sehr gut für mich. Da gucken wir nochmal rein und geben uns den Schmackofatz. Oh, White Cross ist da. Hau he, ihr zwei. Beste Unterhaltung auf dem Heimweg im Flixbus. Danke euch, Jungs. Da ist er. Wie der White Cross. Wo warst du denn? Der kommt aus Alicante gerade zurück.
Xbox. Ja, deswegen Nee, ist er aber jetzt erst ja, da. es war kurz eine Überlegung, ob er mitkommt ins Trainingslager. Aber nächstes Mal vielleicht. Nächstes Mal vielleicht. Vielleicht nächstes Mal. Aufgeschoben ist nicht aufgehoben, hat meine Oma immer gesagt. Werbeaufruf, der mir nichts bringt, aber ich würde jedem empfehlen, mal so ein Trainingslager mitzumachen. Man kommt so nah an alle Leute ran, an diese Spieler ran, die auch Zeit haben, die nicht den Stress haben, dass sie nach Hause wollen oder weg wollen. Also mehr als ein Trainingslager geht eigentlich als Fan nicht. Man hat automatisch so viele Berührungspunkte. Es macht unheimlich viel Spaß und die Mannschaft freut sich tierisch vor Ort, wenn da viele Leute da sind. Macht es gerne mal mit. Vielleicht Winter spannender als im Sommer, weil Sommer dann auch wieder teuer ist. Und im Winter ist man ja dann in der Regel da, wo es so halbwegs warm ist, wie jetzt in Spanien oder in Portugal, früher in der Türkei, in Belek, wo dann auch sehr, sehr, sehr günstig ist alles, weil es absolute Nebensaison ist. Tut euch das mal Yannick an. meinte, mitzumachen. Meinst du es ernst? Man soll so ein richtiges Trainingslager richtig mitmachen, ja? Nicht mit trainieren, mit dabei sein. Man möchte gerade mit trainieren. Ich habe mich auch ein paar angeboten, dass ich nochmal spiele, weil wir so viel verletzt waren gegen Glasgow. Hat er mich ein bisschen ausgedacht, meinte, da muss ich aber eine Woche zu Henrik schicken. Denke ich, vielleicht. Reicht da eine Woche? Ich musste eher ein Jahr brauchen für wahrscheinlich, aber ja, fand er witzig. Okay, ich fand es nicht so witzig. Aber ja, er hat ja recht, er hat ja vollkommen recht. Da müssten mal einige Kilos runter. Dann würde es aber klar Aber. gehen. Denn darf ich nochmal spielen. Mit meinen 25 Jahren. Nee, Ja, tatsächlich will ich nicht. Aber ich glaube, ich habe es ja ich schon oft gesagt, ich habe euch in dem Sinne beneidet, aber Neid ist ja immer so negativ konnotiert. Ich wäre gerne dabei gewesen, sagen wir es so. Aber ich habe es euch natürlich total gegönnt und es war auch voll geil, diese ganzen Einblicke zu bekommen. Und weil wir auch immer telefoniert haben, dann noch abends, wenn ich mit Balu rausgegangen bin, war es trotzdem ein bisschen so, als wenn ich dabei sein konnte. Und ich hoffe, für euch war es auch cool, dass Dennis ein paar Mal da im Stream war, dass ihr da auch noch mal ein bisschen so hinter den Vlogs so ein bisschen Eindrücke bekommen habt, ein bisschen was erzählen konnte. Das war, glaube ich, auch ganz cool. mir hat es auch viel mehr Spaß gemacht, als es Markus Spaß gemacht hat. Ich hatte echt zwischendurch wirklich Mitleid gehabt. Der ist ja jeden Tag um 6 Uhr aufgestanden, hat da seine Vlogs gemacht. Und jetzt nicht nur für den Vlog, den wir da gesendet haben, sondern auch für andere Leute. Und abends ist er dann immer relativ früh abgehauen, weil er halt abends auch nochmal dann 2, 3 Stunden gesessen hat und die Vlogs gemacht hat. Während du dir ein paar Sprite reingepfiffen hast. Während ich Spaß hatte, hat er halt gefilmt und hat die Sachen geschnitten und. Ich habe es ja nur den einen Tag gemacht, wo er dann irgendwie Mittwoch drüben war gewesen, wo er dann noch ein paar andere Sachen schneiden musste. Und da habe ich ja einmal diesen Vormittagstrainingseinheit, die habe ich gefilmt gehabt. Und dann abends, weil er sich immer nicht so richtig traut, da die Leute anzusprechen, habe ich dann abends beim Teamabend gefilmt. Ansonsten hat er ja immer gefilmt. Und während ich halt da sitze und mir so ein Spiel angucke, rennt er halt rum und filmt für euch. Also er gibt ja im Prinzip selber seinen Spaß auf, um das nach außen zu tragen. Und deswegen gebührt ihm da deutlich, deutlich mehr Dank als mir. Und er freut sich wirklich sehr über jede positive Nachricht. Also guckt es euch gerne an, schreibt was rein. Auf jeden Fall mal, ich kann mal kurz hier nochmal den Link von Markus reinschmeißen. Wartet mal, von seinem Account. Ist ja auch richtig geil, wie das wirklich geklappt hat. Ganz locker easy mit den 1000 Abos innerhalb von einer Woche. Das hat mich Ich auch bin sehr für ihn gefreut. ja, ich mich auch. Ich schmeiß euch den Link nochmal rein, falls ihr das noch nicht abgecheckt habt, was ich eigentlich mir nicht vorstellen kann. Dann schaut da gerne nochmal rein. Dann fühlt ihr euch auch, als ob ihr dabei gewesen seid. Und der Markus ist halt wirklich, was sowas angeht, ein absolutes Arbeitstier, wie er dann durchzieht. Und klar, dann auch zu Nachteilen von ihm selbst teilweise. Ja, genau. Er bezahlt ja Blue genauso White? viel wie wir. Achso, schon, ja. Nee, sorry, sag du erstmal. Er bezahlt ja genau das gleiche wie wir und zahlt genauso den Flug, zahlt genauso das Essen, zahlt genauso die Unterkunft und gibt das tatsächlich mindestens mal zur Hälfte auf, um halt diesen Blog für euch zu machen. Das muss man auch wollen, ne? Also Das ich muss man glaube, das wollen. würde dich keiner dazu bringen, sowas, selbst wenn du es jetzt könntest, sage ich mal, sowas zu machen dann. Ja, also ich kann jetzt Hertha TV deutlich mehr verstehen, als ich es vorher getan habe. Ich war ja nie in der Szene so drin gewesen, also in der YouTuber-Szene, dass ich da sehe, wie wird so ein Stadionblock gedreht. Ich war zwar hier da dabei gewesen, aber habe das jetzt nicht so verfolgt wie jetzt im Trainingslager. Es gab auch die Phase, wo er ein bisschen deprimiert war, aber
Dank Hertha TV war er wieder aufgepusht und hat sich dann sehr gefreut, als sie erfahren haben, wie Olof gerade reingeschrieben hat, dass sie jeden Abend das dann noch geguckt haben und ihn dann einmal sogar verlinkt habe, da ist sein Herz aufgegangen, dann hat er gestrahlt wie ein Honigkuchenpferd und dann war die Welt in Ordnung gewesen. Das war sein Ritterschlag gewesen, darauf hat er sich am meisten gefreut und deswegen nochmal vielen lieben Dank an Hertha TV, ihr seid echt die Geilsten. Vielen Dank und auch vielen Dank nochmal an Markus. Und ich glaube, die hast du schon mal beantwortet. Die Frage, Dennis, seid ihr mit der Mannschaft geflogen? Nee. Nein, Nee, ne? wir sind über Zürich geflogen. Also mit Umsteigen. Dafür hatten wir Ryanair. Also, ja. First Class. Fast. Ist immer Mit so geil, wenn du Teilstufen. dann so spät einen Flug buchst und du zahlst gefühlt so Lufthansa-Preise für Ryanair. Denkst du dir immer so? Vor allem ich bei meiner Größe, ich liebe Ryanair. Ich finde. Also ja, die sind halt die billigsten auf dem Markt. Man Ja. weiß aber auch wieso. Aber es war halt ein Wobei, Direktflug und deswegen haben wir das genommen. bei den ganzen Sachen, die man mal dazu buchen muss, frage ich mich immer, ob es wirklich so viel günstiger ist, wenn man jede Scheiße extra bezahlen muss. Also nochmal, du Na, hast ja du den, fliegst nicht ja so mehr den als Vorteil ich. gehabt. Ja, aber du hast jetzt nicht nur den Vorteil, dass es billiger ist oder nicht billiger ist, sondern es war halt der einzige Direktflug gewesen. Das war der Ja. ausschlaggebende Grund. Und die waren die billigsten. Aber man hätte auch nicht viel mehr bezahlen müssen, vielleicht 30, 40, 50 Euro mehr bezahlen müssen. Und wir dann halt mit, was war die Alternative, mit Ibero geflogen oder war noch gewesen? Ich weiß es gar nicht mehr genau. Aber dann halt immer mit umsteigen. Also in Zürich oder also Swiss Air war noch, glaube ich. Oder umsteigen in Madrid, so wie Lukas ja dann geflogen ist. Und du bist halt 6 Stunden unterwegs statt 3. Und dann nehme ich doch den Direktflug. Und es Ja. war wie auch noch günstiger. Also es war halt Kombi aus beiden. Was ist die Frage, habe ich jetzt schon öfter gelesen, ist das irgendwie ein Insider von euch? Hat Dennis seine Schokolade geteilt? Okay, du hast noch nicht den Teil gesehen. Ich glaube, das war am vorletzten Tag gewesen. Ich habe, so spannend war es eigentlich gar nicht. Ich habe in eine Milka Schokolade geguckt. Die sind alle einkaufen gewesen wie die Weltmeister. Der Kopf war voll. Und ich hatte halt eine Milka Schokolade gekauft. Und habe dann irgendwie erzählt, dass ich die natürlich auch teile mit allen anderen. Hast aber nicht gemacht. Doch, habe ich. Also tatsächlich mit Juliane, weil die ja bei mir auf dem Zimmer mit war. Also, darf ich sagen, Jacqueline, meine weil Jacqueline auf dem Zimmer war. Und hatte sie aber beim Rangerspiel mit bei gehabt und wollte aber keiner was haben. Also ich hätte sie dann auch da nochmal geteilt. Jemand was? Ne, okay. Ja, die lag da auf dem Nebensitz neben mir und hab gesagt, wer will, nimmt euch mal weg, hat keiner gemacht. Und dann habe ich sie Oh, jetzt kommen tatsächlich hier die genommen. sehr persönlichen Fragen. Es wird langsam so interviewmäßig, wie bei so einem Bewerbungsgespräch. Das gefällt mir. Wie groß ist Dennis? 1,86. Du wurdest auf 1,90 geschätzt. Nur schon da dran. Ja, ist nah dran. Aber ich hätte dich sogar, ich habe dich das noch nie gefragt, aber ich hätte dich sogar ein bisschen größer eingeschätzt irgendwie. Ich hätte auch gedacht, dass du vielleicht so 1,89, 1,90 so in dem Dreh bist. Ein Sternschnupp, normaler Bobo Mensch muss pennen. Schlaf gut. ist. Gute Nacht. Du bist da der überragt. Also von der Größe. Also nicht nur von der Wieso Größe, von der aber Größe nur? ich habe es ja gerade korrigiert, auch von der Größe. Auch. Ja, wenn ich, welchen Spruch, das könnte ich dich auf jeden Fall fragen, welchen Spruch höre ich am häufigsten, wenn ich jemanden Ich zum ersten weiß Mal es ja, sehe? weil ich ja meistens letztes Jahr auch dabei war. Oh, du bist ja noch größer, als ich dachte. Oder so Ja. groß kommst du mir gar nicht vor im Video. Ja, ich bin ja Siehst zwar nur so dabei fett in der aus, Regel. aber ich hätte nicht gedacht, dass du so groß bist. Hat noch nie einer gesagt. Das stimmt nicht. Das hat wirklich noch nie einer gesagt. Außerdem macht die Kamera auch dicker. Erst recht mit dem Objektiv, was ich hier habe. Das Ja, ist gar meins nicht mal so. erstmal. Ich bin eigentlich ein Strich der Landschaft, aber das Objektiv, guck mal, wie. Du hast eigentlich, hast du ja so die Körperstatur von Bobo. Ja. Und Ja. das andere Bein auch. Wie groß ist Tom? Ich bin 1,98. Aber irgendwie glaubt es mir trotzdem nie einer. Also wenn sie mich dann sehen, sind sie trotzdem immer verwundert. War ich auch. Auch ich habe, glaube ich, im dritten oder vierten Satz die Frage so gestellt oder die Aussage so getroffen. Ja, ich glaube, Ja gut, dich aber sieht man das in der Masse immer. erkennt man ja auch nicht. Man sitzt immer, wenn ich jetzt Talks habe, sitzt man ja auf einer Höhe quasi. Wie soll man das dann sehen? Wohl wahr. Wohl wahr. Aber du überzeugst ja nicht mit deiner Größe, sondern mit deiner inneren Größe. Und deswegen bist du Oh, immer jetzt wird's so. ja hier.
So eine Schleimereien sind hier sehr beliebt übrigens. Wenn man den Streamer hofiert, das ist immer, kommt immer sehr gut an. Also bei mir. Okay, dann lasse ich es kurz raus und danach versuche ich dich auch zu beleidigen und dann ist schön, okay? Okay. Das ist total toll. Das ist ein geiler Typ, wenn man dich kennenlernt. Absolut erste Sahne. Und danke. Das kann ich nur zurückgeben, aber ich muss sagen, ich vermisse langsam auch Flo. Ich weiß gar nicht, wo ich meine Wut rauslassen soll. Bitte nicht an mir, ich bin so sensibel. Nee, an dir mache ich das natürlich nicht. Ich drücke dir zwar auch ab und an mal einen Spruch, aber bei Flo kann man wirklich so richtig persönlich werden, weil er es ja auch immer macht. Wollen wir richtig persönlich werden, haben wir richtig mit der Gürtellinie raushauen. Super. Aber es war mein Handy gut aussehen, ich habe es gerade wieder an. Ich sehe ja manchmal Dennis, wenn Flo und ich dann zusammen mit Dennis irgendwie was essen gehen oder so dann, und uns gegenseitig da irgendwelche Sachen an den Kopf werfen, dann sehe ich immer Dennis wieder immer so mit dem Kopf schüttelt. Also, aber ich jetzt mal Hand aufs Herz, als ihr hier wo wir bei mir waren, diesen Streit über Musik hattet, über du mit Kollega und er mit seinem, ich weiß gar nicht, wenn er hatte, so eine Rock-Punk-Band, wie auch immer, du überkletterst, dass er keine Musik hört und er hat deinen Kollegen beleidigt. Das war schon ein bisschen ernst gewesen am Ende, oder? Ach, das war kein ernstes. Das war für ihn vielleicht ernst, weil das sein Beruf ist. Ich habe doch gar keine Ahnung von Musik in dem Sinne. Das Einzige, was ich von Musik Ahnung habe, war, dass ich mal Klavier früher gespielt habe. Aber er ist doch ein Musikproduzent im Endeffekt und hat ja auch schon für renommierte Künstler aufgenommen. Aber das Einzige, wo es manchmal ein bisschen ernst wird, muss ich sagen, ist, wenn er wieder Ausreden findet. Da wird es wirklich manchmal ein bisschen, da ist bei dem Spaß auch ein bisschen ernst dabei. Das Thema hatten wir schon, glaube ich, das eine Mal gehabt. Aber ansonsten ist alles Spaß und es macht ja auch Spaß, dass man jemanden hat, der da genauso unter die Gürtellinie geht und auch immer schön in ein Fettnäpfchen tritt, wenn er Sachen über mich sagt, wenn ich ihn dann im Nachgang sage, das war so krass unter der Gürtellinie. Und er sagt ja, oh, das wusste ich ja gar nicht. Aber es ist immer wieder lustig. Man muss auch mal über sich selber lachen können. Ich weiß ja, wenn Flo Tom die Schuld gibt, dass er wieder betrunken war, als ob er wirklich, wie ich immer an allem schuld bin. Das erzählt er ja auch zu Hause immer so. Was soll er sonst sagen? Ich habe Tom. Könnt ihr auch sagen, Dennis ist schuld, weil er sagt ja immer ich. Ich bin doch so ein lieber Mensch, ich kann nicht schuld sein. Ja, ja, stimmt. Ich bin so ein Arsch. Auf mich kann man die Schuld immer schieben. Was ist eigentlich das für ein Emote? Das ist Max Bielefeld. Dass du den nicht kennst, enttäuscht mich sehr. Kennst du noch Max Bielefeld? Sky Transfer News früher gewesen, oder? Das war, genau. Achso, Sky, ja. Ich habe verstanden, geile Transfer-News. Das war es nämlich auch. Von geile Transfer-News. Hallo, Max Bielefeld von geile Transfer-News. Das ist eigentlich ein guter Name. Der polarisiert auf jeden Fall. Ich habe übrigens neulich mal wieder bei Reif ist live reingeschaut. Ich weiß gar nicht, wie ich darauf jetzt komme, weil es mir irgendeiner empfohlen hat von meinen Kumpels. Bei Bild ist es, oder? Genau, Reif ist live. Und dann sagt dieser Bild-Kommentator irgendwie so, danke, dass Sie hier sind. Ohne Sie wäre die Sendung ja nur halb so gut oder irgendwie sowas, sagt er, um was Nettes zu sagen. Und dann, das habe ich auch schon wieder gefeiert, dann sagt Reif so völlig abgehoben, haben Sie mal geguckt, wie die Sendung heißt? Sie heißt Reif ist live. Ohne mich wäre hier gar nichts. Das wäre wär nur noch ist live. Live. Ja. Live ist live. Hat gar nichts damit zu tun, aber naja. Wie groß ist Flo? Flo's, weiß ich gar nicht. Ist Flo größer als du? Nee, der ist, glaube ich, kleiner als ich. Ja. Der ist jetzt nicht klein oder nee, so. Der wird auch über 1,80 sein, würde ich sagen. Auf jeden Fall, ja. Wenn ich es schätzen müsste, würde ich sagen 1,82, 1,83. Ja, so ungefähr. Ungefähr in dem Dreh. Boah. Jetzt ist das Handy wieder aus. Jetzt kann ich keine Fragen mehr lesen. Ja, ich kann sie ja vorlesen. Wir machen jetzt auch nur noch rund 10 Minuten, es wird dann auch keine Reactions mehr geben, weil mich Balu schon wieder therapiert. Ich bin einfach zu nett, ich habe es dir vorhin erklärt. Am Anfang, wenn er zu uns kommt, ist sein Intervallmodus, dass er auf Toilette muss, so alle 6-7 Stunden. Weil er aber weiß, dass ich jedes Mal gehe, wenn er bettelt, ist es jetzt das Intervall bei maximal 3 Stunden, eher 2. Wir wollten doch gar nicht so lange schnacken, aber es hat so viel Spaß gemacht. Ja, so wie es immer ist. Wollen wir kurz telefonieren und dann sind es doch 2 Stunden. Also eine Stunde ist das Minimum, ja. Ja. Aber weiß Kati, dass wir heute hier streamen? Ja, ich habe ja mal gesagt, ich bin nur eine Dreiviertelstunde weg. Aber sie steht sowieso, also alles cool.
Alles cool, alles Na gut. gut, dann ist es ja nicht schlimm. So, letzte Fragen noch von euch an Dennis und dann machen wir für heute Feierabend. Die Reactions verschieben wir auf morgen. Aber ich glaube, das ist ein sehr, sehr guter Ersatz gewesen. Wir konnten jetzt auch einfach nicht aufhören. Ja, und ich finde, wir sind doch sehr, sehr viel bei Hertha geblieben. War wenig Nur eigentlich. Auszeit gewesen. Ich hoffe, die Leute haben sich unterhalten gefühlt. Ja, das hoffe ich auch. Ja, ist Könnt ihr nicht die angenehm. fünf schlechtesten. Die fünf schlechtesten. Könnt ihr nicht die fünf schlechtesten Eigenschaften von Flo machen? Nein. Wir können Das die ist. fünf besten Eigenschaften von Flo machen. Ja, er ist sehr Oder sagen liebevoll. wir die zwei besten. Auf fünf komme ich nicht. Das war nur Spaß. Nein, Er also ist wir ein. wechseln uns ab. Okay. Ohne jetzt Rangliste, einfach nur fünf Eigenschaften. Ja, fünf Eigenschaften. Du darfst anfangen, weil du der Gast bist. Er ist sehr liebenswert. Er ist. Es ist wie so eine Selbsthilfegruppe, wo man sich irgendwie gegenseitig nette Sachen sagt. Florian ist ein Mensch, der genau meinen Humor teilt und mit dem ich immer Spaß machen kann, ohne dass er es persönlich nimmt oder er irgendwie genervt ist, wenn man sich nicht meldet oder dann mal wieder mehr meldet. Das ist ein sehr, sehr ähnlicher Typ wie ich, auch wenn er natürlich locker dreimal so alt ist wie ich. Flo ist sehr begeisterungsfähig. Das mag ich am Menschen. Das stimmt. Kann ich auch bestätigen. Flo ist, auch wenn er immer so rüberkommt, trotzdem auch sehr einfühlsam. Also wenn man mal mit ihm über Probleme oder so spricht, dann ist er auch wirklich da. Also er ist eigentlich ein richtig guter Freund. Es ist so krass, ich kenne ihn ja gar nicht so lange, aber das wäre einer, wenn ich ein Problem habe, glaube ich, dann würde er einem immer helfen. Hundertprozentig. Ich hatte das Führerschein, das Thema kennst du. Und er hat sich sofort gekümmert, hat versucht, da zwei Leute ranzuholen, die mir da helfen konnten. Hat zwar jetzt nicht geklappt, aber er hat wirklich erstmal sofort, ohne zu zucken, alle Hebel in Bewegung gesetzt. Also auch sehr hilfsbereit, ja. Wie viele haben wir jetzt? Vier. Drei? Vier. Jetzt Noch darfst zwei, du noch zwei. den letzten machen oder bin ich dran? Mit Ich Flo, glaube, ja. wir können uns ja noch auf eine Sache einigen. Es gibt wenig Menschen, mit denen man, egal wo man ist, so viel lacht einfach wie mit Flo. Er ist ein sehr positiver Mensch, ja. Sehr positiv und es ist einfach immer Stimmung und es ist immer gute Laune und man hat immer was zu lachen. Vielleicht eine Anekdote dazu. Ihr wart ja beide einmal mit gewesen beim Podcast Ost-West-Gebälle. Du warst der deutlich kompetentere Mensch und du hast viel mehr Wissen gezeigt und die Leute haben gesagt, wow, wart ihr alles wes. Aber die höchsten Einschaltquoten hat Flo erreicht mit seiner Art und Weise, wie er sowas da durchmoderiert hat und ein Ding nach dem anderen rausgehauen hat. Das kam sehr, sehr gut an und er hat bis jetzt den höchsten Einschaltquoten je erreicht, wo er dabei war. Absolut zu Recht. Das war Weil er doch einfach auch so dieser Bock hat. absolute Legenden-Podcast, wo er von Anfang an einfach nur gegen Henry geschossen hat und Union. Genau. Du hast dadurch sogar reacted, meine ich. Ja, wir haben da Genau. 3 Stunden drauf reacted und ich musste die ganze Zeit einfach nur lachen. Genau. Das ist groß. Ja. Guck mal, Dirk Dürfner schreibt, jetzt vermisst du noch Flo, 2 Minuten Stream und ihr hatet wieder rum. Ja klar, es ist eine Ja. Hassliebe. Ich Ach, nee, ey, finde, das war. Was? Was wolltest du sagen? ich würde sagen, das war ein wunderbarer Abschluss. Jetzt gehe Finde ich ich auch. mit einem warmen Herz gehe ich jetzt ins Bett. Muss ja morgen früh raus und Musst du morgen früh raus? Wann musst du raus? ja, ich gehe fahren. Also morgen wieder erster Arbeitstag, genau. Noch um 6 Uhr aufstehen. Okay, ja, ich muss um 8 raus, aber ich muss ja auch noch ein bisschen hier was zusammenschneiden. Also vielen Dank für alle, die dabei waren. Danke, Dennis, dass Auch du dir von die mir. Zeit genommen hast, Zeit genommen hast. Hat sehr viel Spaß gemacht. Wir quatschen ja sowieso privat. Und sag doch, Flo ist unten im Keller gefangen in Toms Villa. Ja, man weiß es nicht. Es verschwinden ja immer alle. Er hat diese Theorie geäußert und seitdem ist er weg. Ich Krank. weiß nichts. Nee, schlaft gut. Vielen Dank, Dennis, für deine Zeit.
Dennis auch, ihr könnt die ganzen Sachen auch über Dennis alle sagen und noch 20 Sachen mehr positive Eigenschaften. Du bist einfach ein super Herzensmensch und wir teilen auch noch die gleiche Leidenschaft. Es macht immer sehr viel Spaß mit dir und freut mich, dass die Leute dich, vielleicht kannten sie dich alle schon, aber ein paar vielleicht noch besser kennenlernen konnten, wie in so einem Interview jetzt hier am Ende. War gar nicht so geplant, aber es hat trotzdem sehr, sehr viel Spaß gemacht und jede Minute mit dir ist es mir wert, weniger zu schlafen. Vielen Dank. Oh, super. Gute Nacht, Leute. Macht's gut. Ciao, ciao. Auf Wiedersehen.